Verführerisch duftend soll der Morgen die Lust am Wachsein wecken. Das kitzelt die Sinne in Richtung Tag. Ich backe gern Brot und das ist ja das Tolle dabei, dass man ein wunderbares Brot backen kann und die Zutaten auch noch selber herstellt, ist natürlich das Nonplusultra. Vor allem wenn das Mehl ist oder das Malz oder der Sauerteig vielleicht und dann sieht, wie das alles zusammenkommt und ein wunderbares Brot entsteht. Dicht unter dem Alltag liegt die Poesie. Man braucht die Schicht des Alltäglichen nur zu ritzen, dann kommt sofort Poesie zum Vorschein, schrieb der Dramatiker Eugene O'Neill. Die Schicht des Alltäglichen ist im Thayertal im nördlichen Niederösterreich oft nur hauchdünn, nicht viel mehr als ein Gespinst aus Spinnenfäden. 40 Jahre lang war die Gegend ein Grenzland am Ende der westlichen Welt, entlegen, abseits, verwunschen. Jenseits war Ostblock. Seit 1989 gibt es den Eisernen Vorhang nicht mehr. Die Grenzen sind offen, der Horizont ist weiter geworden. Rosendorf war immer schon Grenzstadt, lange vor dem Eisernen Vorhang. Die Stadtmauer umfängt die Häuser des Ortskerns heute noch schützend. In einem komplett erhaltenen, unregelmäßigen Rund, das im Jahr 1278 16 Tage lang der Belagerung des von Franz Grillparzer besungenen Böhmenkönigs Ottokar trotzte. An die alte Stadtmauer schmiegt sich die verwinkelte Anlage des Gasthofs Pfeiler. Hier schöpft man aus dem Rezeptfundus der unumstrittenen kulinarischen Doyenne der Gegend. Lisi Pfeiler erfreut den geneigten Drosendorfer Gaumen mit Spezialitäten wie Marsalohuhn mit Waldstaudenkorn. Zunächst Zwiebel, Karotten und gelbe Rüben dünsten und mit Waldstaudenkorn zu einem cremigen Risotto ansetzen. Na, brauchen wir das. Ich hoffe, das geht besser. Ja, geht besser. Ich war in einer dreijährigen Hauswirtschaftsschule bei den Dominikanerinnen in Wien im 13. Bezirk. Und dann war ich 2 Jahre im Hotel Ambassador. Und da habe ich in allen Sparten, in der Küche, in der Wäschverwahr und im Service gearbeitet. Und ich muss sagen, und da in der Küche habe ich eigentlich sehr viel gelernt damals bei dem Koch, beim Küchenchef. Der hat gemerkt, dass ich mich interessiere für das und natürlich hat er mir dann sehr viel gezeigt. Ne? Da habe ich wirklich sehr viel gelernt. Ungefähr noch 20 war ich damals. Ne? Bin ich 80, also 60 Jahre kann man sagen. Ein bisschen Salz gehen wir dann schon rein. Ja. Nicht so schön, weil die Suppe ist eh gesalzen. Naja, besser kannst du schon noch hin. So, danke. So, jetzt haben wir es. Ja. Und jetzt geben wir dann ein bisschen Weißwein, ne? Das Gute ist, dass schon ein Teil von Ihren Rezepten hier zusammengeschrieben worden sind. Aber es kommen die Tage vor, wo sie reinschaut in die Küche und uns dann noch auf die Hände schaut und vielleicht etwas verbessert, was sie sich halt so über die Nacht oder beim Lesen der Kochbücher überlegt hat. In der Küche gefällt mir halt diese Experimentierfreudigkeit, das Menü zusammenstellen, aber auch die Hitze und der raue Ton. Das ist etwas, was mir Spaß macht und ich habe mich da irgendwie reingelebt. Für das aromatische Soßenbett Mandeln in Butter goldbraun rösten und mit Weißwein ablöschen. Schwach köchelnd reduzieren lassen, mit Obers verfeinern und mit Marsala, Salz und Pfeffer vollenden.
Liebe ist so mächtig, dass sie Vulkane versetzen kann. Sie hat den Vesuv von Neapel ins Waldviertel verpflanzt, nach Schloss Rügers in Riegersburg bei Hardegg. Ich habe das von meinen Eltern als Hochzeitsgut bekommen. Und diese Karte, die verfolgt mich immer. Die folgt mich immer. Es ist Neapel, die Bucht von Neapel ist eine wunderschöne Anlage. Und es gibt ein Promontorium rechts, das heißt Posillipo. Und da wollten alle Adeligen einen Besitz haben und die haben sich alle gestritten. Und Karl von Bourbon, also Karl III., König von Neapel, der hat dann gesagt, ich will eine Ordnung haben. Jetzt muss man das eigentlich regeln. Man hat die Möglichkeit nicht gehabt, von der Luft etwas zu zeichnen oder aufzunehmen. Also von 1730 bis 1775 wurde sie fertiggestellt. Man ist ganz einfach mit Mulis und diese Tiere auf den Vesuvberg gestiegen, den Vulkan. Und man hat dann mit den Instrumenten der Zeit, das hieß meistens so Sextanten, also auf Französisch Longue Vue, das sind so Ferngläser. Man hat alles genau aufgenommen, gemessen und dann wieder auf Papier reproduziert. Ein Hochzeitsgut selten umfangreicher Dimension. Doch hat es überraschend den passenden Rahmen gefunden. Ich bin um die ganze Welt gekommen und ja, eines Tages treffe ich in Frankfurt einen Herr, den man mir unbedingt also empfohlen hatte, kennenzulernen, weil er so ein toller Anwalt war. Ja? So. Und so, ich liebe Tanzen und er auch. Und wir haben das erste Treffen, so, wir haben die ganze Nacht getanzt. Ich habe das gar nicht gewusst, das erste Mal, wo ich hier kam, dass so ein Schloss hier war. Also da hat immer so gesagt, ja, das ist ein Besitz und das ist so ein Kasten. Ich habe gar nicht gewusst, was ist ein Kasten eigentlich. Ein Kasten für mich ist ein Schrank. Ja. Dann habe ich das gesehen. Das war aber nicht in diesem Zustand, wie Sie es heute sehen. Ja. Oh, habe ich mir gesagt, um Gottes Willen. Als kleiner Bub diese Traumjob wie ein Pilot werden oder sowas, aber das ist dann eben mit der Zeit dann immer mehr in Vergessenheit gekommen und ich wollte halt immer irgendetwas Kreatives machen und das habe ich jetzt zum Zeitpunkt als Koch. Da ich sehr viel mit meinen Eltern essen war und das Ganze, hat mich das immer schon sehr interessiert, dieses Anrichten und wie die Küche das so perfekt und so köstlich eben macht. Und deswegen habe ich irgendwie schon von kleiner an Drang dazu gehabt, in einem Restaurant zu arbeiten. In nächster Zeit werde ich jetzt dann bald Österreich verlassen und mir die Welt anschauen. Ich weiß noch nicht ganz genau, wo es hingeht, aber auf jeden Fall werde ich meine 6, 7 Jahre mal im Ausland verbringen. Weil es das Aufregende ist, dass man nicht kennt. Das ist etwas Spannendes und das zieht mich halt irgendwie dorthin, dieses Nichtswissen, wie es dort ist. Und, ja. Und wenn ich genug Erfahrung gesammelt habe, werde ich auf jeden Fall wieder zurück nach Drosendorf kommen, weil es ist doch irgendwie Heimat. Seit fast 140 Jahren malt die Familie Dick in ihrer Kunstmühle Erlesenes aus dem Getreide der Gegend um Raps. Jede Generation schreibt ein neues Kapitel der Firmengeschichte mit der jeweils individuellen Handschrift. Exkurse und Anhänge sind erlaubt und erwünscht.
Lisa Dicks Vater war einer der Bio-Pioniere der 1970er Jahre. Ihre Leidenschaft ist es, alten Getreidesorten wie dem Waldstaudenkorn neue Bedeutung zu geben. Unsere Mühle ist schon im Besitz von der Familie seit 1881. Das war mein Ururgroßvater, der hat Anton Dick geheißen. Und der hat die sogenannte Hofmühle vom Schloss gekauft. Und ich bin jetzt die fünfte Generation und habe den Betrieb unerwartet übernommen. 2002 durchs Hochwasser, das erste 300-jährige Hochwasser, bin ich nach Hause gekommen. Mein Plan war ganz ein anderer. Ich bin 1994 nach Wien gekommen und habe da ein Wirtschaftsstudium begonnen und auch abgeschlossen. Habe in einer Sprachschule gearbeitet und war im Waldviertel immer wieder zu Hause, um meine Eltern zu besuchen und die Natur hier zu genießen. Aber mein Hauptlebenspunkt war sicherlich Wien. Und immer, wenn ich ein Geld gehabt habe, ich habe neben dem Studium gearbeitet, immer wenn ich ein Geld gehabt habe, bin ich in die Ferne gefahren. Und wenn das Geld dann zu Ende war, bin ich wieder zurück nach Österreich gekommen, habe weiter studiert, habe weiter gearbeitet. Und so hat sich das abgespielt bis 2002. Das Besondere für mich an dem Beruf ist, mit den Landwirten zu arbeiten. Also das heißt, mit der Natur, mit dem Boden zu sehen, wie wichtig das ist, wo unser Essen herkommt. Das beginnt beim Getreide und hört natürlich beim Fleisch und auf zum Beispiel. Dann schätze ich, dass es eben ein Grundnahrungsmittel ist. Ja? Wir können in die ganze Welt reisen und aus den verschiedensten Getreidearten wird Mehl hergestellt. Das ist für mich immer ganz nett. Also wenn ich irgendwo hinfahre, das Erste, was ich mache, ich schaue mal in einen Supermarkt, was gibt es da für ein Mehl. Das fängt an bei Weizenmehl, Sojamehl, Erbsenmehl, also Dinge, die wir zum Teil gar nicht kennen. Dann gibt es oft spannende alte Getreidesorten, die wir dann mit nach Hause bringen und irgendein Landwirt ist dann so freundlich und baut das für uns an. Johannes Trinkel war Banker, bis ihm die unbefriedigte Lust am Arbeiten mit den Händen keine Ruhe mehr gelassen hat. In der Mühle von Lisa Dick kann er Leidenschaft und Spieltrieb gleichermaßen leben. Studiert habe ich Betriebswirtschaft. Mein Opa hat schon vor 100 Jahren gesagt, wenn du mal nichts Technisches machst, ist was falsch. Hat er recht. Hat er recht behalten. Das Wirtschaftler-Dasein, das liegt mir schon. Aber was mir noch viel mehr liegt, ist das Handwerkliche an und für sich. Und in der Mühle ist es einfach super, weil das ist wie Lego. Und wenn dich einer fragt, magst du lieber Lego spielen oder lieber Lego verkaufen, dann bin ich der, der lieber spielt. Robert Musil schrieb, etwas schön finden heißt vor allem es finden. Die Poesie von Orten, die seit Jahren von Menschen verlassen sind, rührt ganz eigene Empfindungsseiten. Die Spuren von Leben in solchen Lost Places atmen Geschichten. Traurige und solche, die das Herz höher schlagen lassen. Es ist ja reiner Zufall, dass ich diesen Platz da erfahren habe. Durch meine Wirtschaftsgespräche habe ich eben erfahren, dass es noch einen Dachboden gibt, wie er sein soll. Und den habe ich schon ewig lang gesucht. Ich arbeite schon lange an dem Projekt Verlassene Heimat. Und dieser Dachboden ist für mich ein Fundus sondergleichen. Es ist ein kleines Bauernhaus gewesen, wo der Besitzer dann alleine letztlich gelebt hat und schon vor einigen Jahren verstorben ist. Und ich selbst, wenn ich sowas erben würde, würde ich jeden Tag irgendwo ein Detail fotografieren und müsste 1000 Jahre alt werden. Es ist ja nicht mein härtes Objekt, dass ich in dieser Richtung fotografiere.
Man schaut im Allgemeinen auf einen Kalender, wie man ihn sieht. Die Leute haben irgendwo in der Küche einen Kalender gehabt oder meistens gibt es auch noch irgendwo eine Pate hängen oder irgendwo kleben. Und dann schaut man, wann war eigentlich das Leben hier zu Ende. Ja? Und die Frage ist, wie wird es wieder beginnen oder wird es jemals je beginnen hier? Ja? Es hat einen bestimmten Reiz und ein bestimmtes Kribbeln. Ja? Man sucht das Licht, ja? Das versteckte Licht, das offene Licht. Also, wie haben die Leute da mit viel Liebe einmal alles im Detail hergerichtet? Ja? Mitunter gibt es Objekte oder Zimmer, die sind unbeleuchtet. Ja? Da ist wirklich stockfinster drinnen. Denkt man sich, schauen, was waren das für nette Liebesnächte, die die Leute da vollbracht haben. Franz Krestans Fotoprojekt Verlassene Heimat will die Sinne dafür schärfen, was passiert, wenn sich das Leben mehr und mehr an die Ränder der Orte verlagert, in neu gebaute Siedlungen und Einkaufszentren. Das grüne Band des Niemandslandes, des ehemaligen Eisernen Vorhangs, ist jetzt Naturschutzgebiet. Gemeinsam betreut und genossen von Tschechen und Österreichern. Meine Familie kommt ursprünglich aus der Tschechischen Republik, aber ich selber bin schon in Österreich geboren und aufgewachsen, bin aber eben zweisprachig aufgewachsen. Und für mich hat eigentlich die Grenze nie eine besonders große Rolle gespielt, weil bei mir auch eben die Sprachbarriere weggefallen ist. Und ich habe eigentlich die Entwicklung der letzten Jahre eigentlich sehr stark von beiden Ländern wahrgenommen und habe mich dann eben auch im Laufe meines Studiums auf grenzüberschreitende Zusammenarbeit spezialisiert. Und so bin ich dann auch im Nationalpark Thayertal gelandet. Ich stamme aus dem oberen Waldviertel ab und Waldviertel, wie der Name schon sagt, also es waren da sehr, sehr viele Wälder und es waren aber dann Wirtschaftswälder, also Fichtenforste und da hat es aber begonnen, dass ich mich für die Natur interessiert habe. Ich war sehr viel mit meinem Opa unterwegs und es war immer eine spannende Abenteuerreise in den Wald. Also ich kann mich noch an Forstarbeiterhütten erinnern, die wir dann erforscht haben. Da waren so kleine Tümpel, da hat man einfach, also ich weiß heute noch, wie es dort gerochen hat, da war es so ein bisschen sumpfig mit Moos. Und mein Opa hat dann eine Schaukel für mich gebaut, mitten im Wald, in 4 Meter Höhe zwischen 2 Bäumen. Und das war ein unglaubliches Gefühl von Freiheit, das ich da gespürt habe. Und das hat mich geprägt. Der einzige Sieger des Kalten Krieges war die Natur hier in diesem Gebiet. Hinter uns auf dem orografisch linken Ufer der Thaya sehen wir schon die Tschechische Republik. Das ist eben nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, der hier eben 40 Jahre lang dafür gesorgt hat, dass es hier keine Eingriffe von Menschen gab, dass sich hier eben die Natur frei entwickeln konnte und ungestört geblieben ist. Ein Dessert, das in der Gegend Legende ist. Lisi Feilers Grießpudding. Mir ist halt gerade nichts eingefallen. Und dann habe ich nachblättert in einem alten Bücherl. Und da habe ich Grießpudding gefunden. Da habe ich gedacht, oh Gott, Grießpudding, Grieß, da stellen sich die Haare auf bei den meisten. Aber dann habe ich ihn doch gemacht und der hat so, das hat so eingeschlagen, das war unglaublich, ja, und der bis heute. Ja, der verkauft sich heute noch sehr gut. Ja, und das ist sicher, na sicher 30 Jahre her.
Was einfach aussieht, verlangt Erfahrung und Gespür beim Köcheln, Rühren, Unterheben, soll das Endergebnis mit Raffinesse den Gaumen betören. Grieß und Zucker in die heiße Milch einrühren und 7 Minuten lang sanft weiterköcheln lassen. Der kaltgestellten Mischung Gelatine beifügen. Die im Rezept angegebene Prise Gefühl lässt sich naturgemäß nur durch entsprechende Grießpudding-Routine über Jahre hinweg gesammelt erwerben. Und jetzt geben wir das rein. Mhm. Die Gelatine, die haben wir in kaltem Wasser. Aufgehakt. Ja. Und so, jetzt brauchen wir aber dann das Eis, ja. Bitte. Das geschlagene Obers unterheben und die nun fertige Masse in Gläser abfüllen. Ein riesiger Saal liegt fast versteckt im hinteren Teil des Gasthofes. Hier hat Lisi Feilers Großvater in den Anfangstagen des Kinos die große weite Welt über die Leinwand tanzen lassen. Begleitet von ihm selbst oder seiner Tochter am Klavier. Der Raum atmet noch immer Filmzauber, die flackernde Magie von geschichtenerzählenden Zelluloidstreifen, untermalt von der surrenden Musik der Projektoren aus dem Jahr 1937. Mehr als 50 Jahre lang hat man sie in Österreich ausgestorben geglaubt. Im Theiertal fühlt sie sich seit kurzem wieder heimisch, auch abseits des Schaugeheges. Wildkatzen schwärmen für wild wuchernde Wälder, Rückzugsorte in Dickicht und Unterholz, nur dann wollen sie bleiben. An die grenznahe Theier zieht es sie immer mehr und mehr. Lebenswerte Wildnis, in der Zivilisation und Nutzwald das Gegenteil von Prioritäten sind. Landschaft, die Auszeit und Freiheit atmet.